Ich habe mal, seit ich das eine Mal dieses Synchro-Problem hatte bei GOG, habe ich mal ein bisschen Angst, dass mein Spielstand weg ist. Warum auch immer. Ein Spielstand ist halt nicht so einfach weg, aber ich habe Sorge. So, wir haben gesagt, wir gehen ein paar Waffen verkaufen. Also zwei Stück an der Zahl. Und dann machen wir weiter. Ich glaube, hier ist immer nichts wirklich Spannendes. Oh, hier. Ist das die Wohnung, wo wir waren? Die kostet einmalig 5... Ja, warte. Das sind nur 5.000 Eddies. 15.000 und 50. 40. Irgendwann kaufen wir uns eine neue Bude. Oder wir lassen unsere einfach umdesignen. Warte, hier ist eine Katze. Das müssen wir uns noch mal angucken. Ich will eine Katze haben. Hier steht ja auch schon das Futter. Okay. Mission abgeschlossen. Okay. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach aus meinem Haus raus. Aus meiner Wohnung. Oh, unser Auto ist fertig. Ich freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernswerten Unfall repariert wurde. Es steht in Ihrer Garage für Sie bereit. Weiß ich noch, wo die Garage war? Hier liegt die ganze Zeit Loot und ich bin jedes Mal vorbeigelaufen? Okay. Ich gehe mal gucken, wo die Garage ist. Und ob unser Auto... Ob wir jetzt endlich mit dem Auto fahren dürfen. Hallo Susi, schönen guten Abend, Nachmittag oder so. Hallo, ich hoffe es geht dir gut, soweit. Hier geht's dann glaube ich raus, hallo, oder? Kurze Seite. Ich bin Gillian Jordan mit den N54 ah. News und das sind die Lokalnachrichten. Und hallo Django, auch dir einen schönen Nachmittag-Abend. Dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt. Ich finde 17 Uhr ist so eine ganz komische Zeit. 17 Uhr ist noch nicht wirklich abends, aber ich finde, das ist schon. Da ist die Garage. Aber es ist schon. Also ich weiß nicht, das ist kein Nachmittag und es ist kein Abend. I don't know. 17 Uhr ist so. Hm. Hey, wo ist jetzt unser Auto? Hallo Behemoth. Liebe Grüße in den Lurk. Warte. Nein. Oh Gott, ich will nicht anrufen. Gut. Ich wollte bloß deine Nachricht lesen, nicht anrufen. Ihr Fahrzeug steht bereit.
Nee, das ist wieder was anderes. Ja, aber ich habe doch gerade die Nachricht bekommen, dass mein Auto da ist. Muss ich das einfach draußen rufen? Wie geht's euch allen? Ich hoffe, gut. Ah, jetzt kann ich hier wählen. Okay. Was macht man überhaupt, Chat? Ich wollte verkaufen. Oh, ich drücke heute immer die falsche Taste, es tut mir leid. Also, das Ding verkaufen wir und das Ding verkaufen wir. So. Wollen wir heute bei Takemura mal weitermachen? Ich glaube, das sieht spannend aus und könnte viel, viel Ballerei werden. Müde geht's mir und mir tatsächlich auch. Ich habe das heute erst wieder festgestellt auf Arbeit. Ich sitze auf Arbeit und denke mir, oh ja, heute Abend, Nachmittag, wie auch immer, wieder Cyberpunk streamen und ich habe richtig Bock. So, und kaum bin ich zu Hause nach Feierabend, bin ich einfach müde. So, warum? Warum muss das so? Das hatten wir schon gescannt. Siehst du, Behemoth, das sind die Gründe, warum ich keine Resi spiele. Wo führt er mich eigentlich lang? Oh. Wenn ich in irgendeinem Spiel schon höre, die Muni wird knapp, bin ich heraus, ne? Ich kann das gar nicht leiden, wenn ich dann... Das ist auch das, was mich bei The Last of Us so ein bisschen... Naja, ich bin, wie soll ich sagen, gestört hat. Dass man da so Munitionsknappheit hat die ganze Zeit. Alle müde. Aber jetzt wird hier ein bisschen geballert. Da ist nichts mehr mit müde. Entschuldigung. Tulu 2 ist nicht so. Ich weiß nicht, das sieht aber immer so aus. Ich weiß, ich fahre falsch. Kann das sein? Das war knapp. Muss ich hier rein? Anscheinend. Moment, halt an. Ich hab Blut gesehen. Wenn ich nichts sehe im Spiel, aber Loot. Was nur halt nur begrenzte Tragekapazität, aber Loot ist immer genug da gewesen. Ja, aber ich bin halt so ein Panikschießer. So, sobald dann Gegner sind, dann schieße ich immer daneben. Und da, wo ich dann gerade bin, gibt es aber keine Muni. Und dann kriege ich noch mehr Panik, weil ich keine Muni habe. Und das ist ein endloser Kreislauf. Lass aber, was macht Muni-Knappheit ja Sinn. Hatte ich hier eigentlich noch nicht. Ein oder zweimal, aber kann man ja kaufen. Ja, du kannst ja bei Cyberpunk Muni auch selber herstellen. Das finde ich sehr angenehm, dass du hier das Problem eigentlich nicht hast. Dann musst du Stealth-Kills. Ja, aber... Ach, es ist alles schwierig. Wenn ich schleichen muss, geht es ja auch wieder schief. Dich zu sehen, wie.
ist ziemlich ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Traurig. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Nur, dass bei Resi 4 das Messer kaputt geht, wie bei The Last of Us. Ja, und das sind so Sachen, das. Oh, da kriege ich Schnappatmung, wenn ich an sowas denke. Wusste ich gar nicht mit dem Herstellen. Doch, du kannst. Ich kann ja da nochmal gucken. Ich glaube, du kannst eigentlich überall Muni herstellen. Viel Spaß, Susi, bei Spidey. Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Wir können ihm vertrauen? Ja. Ah, überzeugend. Nicht. Ich habe nichts zu verlieren. Ist das besser? Nein, weil ich eine Menge zu verlieren habe. Mit Auto? Gut. Sonst ist hier nur getarnt unterwegs. Die Räder drehen sich gar nicht. Gefährlich aus. Takemura-san. Oder? Ist sie das? Deine Diebin? Sie ist meine Zeugin. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Ach, wir sind mal nicht so, oder? Ja. Ich war da, hab gesehen, was passiert ist. Yorinobu hat den Alten erwürgt. Ruhe. Kein weiteres Wort. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment, nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir eine Zeugin für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich. Oder? Was? Der Typ hat für die Machtübernahme von Arasaka seinen eigenen Vater getötet. Interessiert dich das oder nicht? Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Danke für deine Hilfe. Wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Pass gut auf, mein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Hör, was ist das? Wer soll sich verpissen? Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Was ist das? Warum? Zeit zu verlieren. Ach, Johnny ist ja auch da. Toller Freund, echt. Hast du noch mehr davon? Leider nur ihn. Tja, wir haben es immerhin versucht. Oh ja.
Und wir haben etwas Nützliches erfahren. Hä? Wie meinst du das? Was Mutter sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Hey, Moment. Nicht so schnell. Du tust so, als würden wir uns in eine SBEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist es. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Warte, kann ich? Ja, du kannst bei Itemherstellung kannst du. Wo war das? Ja. Bei Verbrauchsgüter kannst du Munition herstellen, Django. Ja. Also, falls du da irgendwie mal Knappheit hast, kannst du rein theoretisch auch im Kampf Munition herstellen. Kostet auch nicht so viel. Ja. Genau. Hallo, Hoka. Gigi Street. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt. Nicht Gigi. Hey, du machst dich lustig. Zu oft. Na, Quatsch. Alles okay bei dir, Goro? Ja, woher die plötzliche Sorge? Wir haben gemeinsame Interessen, du und ich. Schon vergessen? Garantiert nicht. Gut. Weil man sich in Night City Blei schneller einfängt als eine Erkältung. Und ich dich lebend brauche. Ich lebe und bin wohlauf, wie du siehst. Sorg dich um dich selbst. Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist? Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreimen kann. Yorinobu und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Okay, wir überspringen mal hier wieder gleich die Reise. Welchen Club besuchen wir heute? Den, wohin uns die Story führt. Ich gehe dort ja nicht rein, weil mir langweilig ist, sondern weil ich dort rein muss, weil dort Missionen sind. Ach, hier ist wieder der... Hier ist nicht der Dampfer mit dem Kopf. Okay, Reise überspringen, würde ich sagen. Die Musik ist ein bisschen traurig. Hier ist die Stelle, wo ich letztens hängen geblieben bin mit meinem Motorrad. Hier hoch darf man nämlich nicht fahren. Anscheinend. Los, wir haben keine Zeit.
Das Geräusch hat mir gefehlt. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich entschuldige, ich habe Gäste. 70% echtes, blutiges Fleisch. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund? Mr. Peter. Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Takemura Goro des. Hohe ni zonjimas, Okada-sama. Ein echter Gentleman. Ah, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Wir versprechen ihr mal keine Eddies. Hättest du längst getan, wenn du gewollt hättest. Es ist simpel. Du willst wissen, was wir für dich haben. Dann redet. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also Arasaka. Wieder mal. Was ich nicht verstehe ist, warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo oder was? Erstmal vor ihr noch mal kurz fragen. Warum ist die Nummer Dex? Wie war das? Warum ist Dex hinter Fotziger Fettarsch nicht verfügbar? Er ist tot. Abgeschlachtet und von Arasaka auf der Müllhalde entsorgt. Wirklich schade. Soll das eine Drohung sein? Ich sag nix. Natürlich ist das keine Drohung. Gut. Sonst würdet ihr ihm bald Gesellschaft leisten. Okada-sama, unsere Absichten sind ehrenvoll. Wir brauchen Informationen. Es geht um Leben und Tod. Es ist alles auf den Splittern. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Ein BD. Okada-sama, gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher? Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Ich hätte damals sympathisch. Naja, geht so. Also, sie hat uns zwar letztens was geschenkt, weil wir einen Auftrag für sie erfüllt haben, aber so richtig sympathisch ist sie mir jetzt trotzdem nicht. 70% echtes. Japantown. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Dashi-Wagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt's Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen. Und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich, denke ich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Okay. Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Okada-sama. Ich hatte mit Wakako bisher noch nicht so viel zu tun. Also ich weiß, dass ihre 5 Ehemänner leider aus Versehen alle gestorben sind.
Aber so viel hatte ich noch nicht mit ihr zu tun. Eine wirklich. Und ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal, also. Die Infos. Ich denke, das werde ich alles noch erfahren. Genau das sein, was wir brauchen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Pass auf. Pass auf dich auf, Goro. Du auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Triff dich um Mitternacht mit Panam. Das ist ja jetzt ungünstig. Wir könnten dorthin fahren und warten. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt hier zum Schnellreisepunkt. Und dann warten wir da draußen auf Panam. Wir müssen jetzt eher auf Takemura warten. Bis er sich meldet. Ja, machen wir jetzt hier weiter. Ich erinnere mich, hier gab es auch eine gute Schießerei.